sie sagen, ich könnte nicht betteln, bin ich jetzt in TNM da. Sorry, normal an der CMB, ich verpeile nur, wenn ich meinen Gegner nicht mag. Flame wollte betteln, doch sind wir mal ehrlich, für ihn bleib ich sowieso unerreicht. Denn um ihn das letzte Mal zu besiegen, hat sowieso schon eine Hook gereicht. Ich bin nur für die Katzenquote da, denn ich finde alle anderen so lala. Und ich schwör auf meine Katzenehre, ich hab lieber keine Punches als Alans rotes Haar. Und wenn wir mal ehrlich sind, Katzen findet jeder hier nice. Aber wer kommt denn freiwillig darauf, von sich selber aus gerne eine Seko zu sein? Unter Videos schreiben sie, sie finden mein Kram dumm. Aber danach fragen sie auf Insta nach einer Hook. Was Klickzahlen betrifft, haben meine Videos ja schon genug. Aber trotzdem nutze ich mal das TNM als Promo-Move. Und wenn ich fertig bin mit dem Turnier, mach ich mich endlich mal an Mucke ran. Diesmal geht es sicherlich auch länger als nur eine Runde lang. Und auch wenn es ein paar Leute gibt, bei denen ich nicht punkten kann. Bevor es heißt, ich wär nicht süß, da gibt es Kurdistan.